Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi. Ja, die letzten zwei Wochen habe ich es leider nicht geschafft, etwas hochzuladen, aber here I am again. Und zwar möchte ich heute ein Make-up nachschminken. Wie ihr bestimmt wisst, wenn ihr mir auf Instagram oder auf TikTok folgt, höre ich zwar hauptsächlich Death Metal, aber stehe auch auf gewisse Sachen im Pop. Und zwar bin ich ein absoluter Doja Cat Fan. Ich liebe sie. Sie ist mein Crush. I love her so much. Ich liebe ihre Musik. Ich liebe ihre Art. Ja, sie ist einfach spitze. Und sie hat ein neues Musikvideo rausgebracht zu ihrem Song Woman. Der erste Song auf ihrem zuletzt erschienenen Album Planet Her. Und ich liebe den Song. Und als ich das Video dazu gesehen habe, dachte ich mir so, damn, beige. Da waren echt coole Looks dabei. Und ein Look hat es mir aber ganz besonders angetan und den würde ich unbedingt nachschminken in diesem Video. Meine Haare sind ekelhaft. Ich habe sie schon zusammengeflechtet und gesteckt, weil ich mir dann eine Perücke aufsetzen werde, die ganz gut zu dem Look passt. Wundert auch euch nicht, meine Haut ist gerade schrecklich. Because I'm going through some shit. Ich blende es euch hier einfach mal ein, den Look, von dem ich rede. Und zwar ist das dieser Look aus dem Musikvideo. Ich finde den einfach nur wow. Also ja, das ist noch ein anderer Look. Der hat mir auch super gut gefallen. Nur erkennt man da halt leider nicht so viel. Und ja, der Look ist halt extrem geil und da erkennt man auch richtig viel. Und deswegen dachte ich mir, den schminke ich heute einfach mal nach. Wie gesagt, ich habe auch eine passende Perücke. Also die sieht nicht genauso gleich aus, aber ähnlich. Genau, ich habe mir hier mal zwei Bilder abgescreenshottet, ein bisschen rangezoomt, dass man so ein bisschen besser das Make-up erkennen kann. Bei dem Bild hier sieht man eigentlich das Make-up ganz gut von vorn. Man sieht aber auf dem anderen Bild, was ich gemacht habe, also man sieht da ihre Kontur ganz gut, den Haaransatz und dass sie auch neben dem Auge noch wie eine Art zwei Punkte hat ineinander. Und genau, ich versuche es einfach mal so gut wie es geht umzusetzen. So, ich werde mit Primer anfangen. Da meine Haut gerade so ein bisschen problematisch ist und auch ein bisschen trocken, nehme ich heute mal den Marshmallow Primer von NYX und gebe den mir erstmal schön großflächig überall hin. Dieses Promi-Looks-Nachschminken habe ich hauptsächlich immer bei Hatice Schmidt auf dem Kanal gesehen und das hat mir halt super gut gefallen, deswegen wollte ich das unbedingt auch mal ausprobieren und als dieses Video rauskam, wusste ich, das ist mein Moment, ich muss sie nutzen. Also sie ist ja selbst total into Make-up und ich finde, ihre Make-up-Looks haben immer so was Künstlerisches, das ist nicht so normal, nur nach 15, sondern es sieht halt einfach glamorous aus und hat aber trotzdem immer so ein Art-Effekt. Wenn ihr auch total drauf steht, dass ich bei so Promi-Looks nachschminke und so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich das dann einfach mal öfter, weil ich das schon sehr interessant finde, man da auch echt viel dazulernen kann. Als erstes würde ich, glaube ich, Augenbrauen und Eyeshadow machen, also das ganze Augen-Make-up und so. Einfach, damit die Base dann mehr flawless aussieht. Mein Englisch ist heute der Wahnsinn, oder? Also, ihre Augenbrauen sind so richtig Spock-like. Also, ich finde, das ist so die Personifikation von Eyebrow-Lifting. Was ich ja bei mir auch gemacht habe, ich habe mir ja hier die halbe Augenbraue abrasiert. Sie hat recht dunkle Augenbrauen, sehr gerade und vorne so ein bisschen fluffy. Da nehme ich von Miss Lynn den Brow Checker Wow Wow in Ebony. Das ist so der dunkelste Augenbrauenliner, den ich habe. Dann kämme ich das Ganze nach unten. So, um das hinten noch so ein bisschen dichter wirken zu lassen, werde ich das jetzt nochmal mit einem relativ dunklen, kühlen Augenbrauenpuder setten, beziehungsweise nochmal intensivieren. Und dann nehme ich von Make-up Factory das Eyebrow Powder in der Farbe 02 Soft Granit. So, im vorderen Drittel wirken ihre Augenbrauen nicht so sehr aufgefüllt. Deswegen werde ich dann nur den Rest, der am Pinsel ist, so ein bisschen drüber geben. Und jetzt kämme ich das alles noch so ein bisschen hoch mit dem Kryolan Eyebrow Forming Gel. Ich habe die erstmal nach unten gekämmt, dass oben an den Augenbrauen auch so ein bisschen was dran ist. Jetzt kämme ich alles schön sorgfältig nach oben, dass wirklich überall das Gel dran ist. Und so ab der Mitte werde ich es jetzt so ein bisschen zur Seite ziehen, dass es da nicht so hoch steht. Da ihre Augenbrauen snatched sind und ich das bei mir auch liebe, wenn das so ist, werde ich da jetzt alles nochmal mit Concealer umranden. Und dann nehme ich so einen scharfen, abgeflachten Pinsel und meinen Clean ID High Cover Concealer von Catrice. Mittlerweile mache ich das bei meinem Alltags-Make-up auch immer, die Augenbrauen nochmal mit Concealer zu umranden, weil ich finde, das macht den kompletten Look einfach nochmal viel, viel geiler. Und ab dem zweiten Drittel umrande ich auch oben. Gucken wir nochmal uns den Lidschatten an. Warme Brauntöne
Gold, gelblich. Ich glaube, ich habe die perfekte Palette dafür. Beziehungsweise zwei Paletten, die sich, glaube ich, sehr gut ergänzen werden für diesen Look. Und zwar ist es einmal die Arm & Gorgeous Palette von Morphe und Jaclyn Hill. Und einmal die Aha Honey Palette von Colourpop. Dann würde ich mal sagen, ich suche mir erstmal eine Transition Color. Die Transition Color ist bei ihr eher so ein warmes, orangeliches Braun. Dann werde ich erstmal in Agent gehen aus der Morphe Palette. Erstmal hier schön großflächig auf das unbewegliche Lid bis nach außen hingeben. Jetzt nehme ich mir so einen kleinen Blendepinsel, gehe in Stinger und blende das damit so ein bisschen aus. So, jetzt hat sie in ihrer Crease direkt eher einen dunkleren Braunton. Und da geht hier wirklich einmal mit der Rundung mit. Und die Cut Crease hat sie tatsächlich nicht ins Längliche gezogen, sondern auch eher rund. Smooth Criminal. Schön, ich hätte nicht gedacht, dass es so fleckig wird. Und versuche das jetzt noch so ein bisschen einzublenden mit Baske. Und mit dem Blenderpinsel gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen in Smooth Criminal und vertiefe das hier nochmal so ein bisschen. Dann hat sie auf jeden Fall eine runde Cut Crease und hat auf den kompletten beweglichen Lid hier vorne eher so einen leichten Schimmerton und in der Mitte ihren gröberen Glitterton. Also quasi für das bewegliche Lid die beiden hier. Dafür muss ich mir aber natürlich erstmal eine Cut Crease ziehen. Und das mache ich mit dem Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. So, Cut Crease ist done. Habe ich so tatsächlich auch noch nie gemacht. Aber ich denke, mit Eyeliner sieht es dann besser aus. So, jetzt gebe ich als Grundlage, um das Ganze zu setzen, auf jeden Fall Dandy drauf. Wow, das schimmert so geil. Dieses kolbare Glitter hat sie nur auf so ungefähr ein bisschen in der Mitte des Lides. Deswegen nehme ich mir jetzt den Glitter Primer von NYX und gebe den da einmal drauf. Und gehe jetzt in Palooza. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt einen schönen scharfen Eyeliner. Der ist nach innen rausgezogen und nach außen auch, was einen diese Cat Eyes gibt. Und dafür benutze ich den Goddess Eyeliner von BH Cosmetics und Doja Cat, weil es halt auch einfach irgendwie passt. In der Mitte meines Auges mache ich den Strich nur ganz, ganz dünn, damit mein Auge länglicher wirkt. Den Innenwinkel. Damit taste ich mich auch ganz vorsichtig voran. Dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt erstmal mit einem Kosmetiktuch sauber, dass die Linie schön scharf wird. Bevor ich Foundation drauf mache, werde ich erstmal meine ganzen aufgekratzten, ausgedrückten Pickelchen kaschieren. Und zwar mit den Color Corrector Concealer von NYX. Ich brauche heute der Kraft auf jeden Fall, deswegen nehme ich heute mal die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Ich verteile das erstmal mit einem Pinsel, damit nicht so viel der Kraft verloren geht. Werde ich das jetzt alles nochmal schön verblenden. Da mein Lieblingsconcealer leider alle ist, mische ich jetzt für Concealer den Clean ID High Cover Concealer von Catrice und von Cup Cosmetics, der war mal in der Glossy Box drin. Schon mal die Nase so ein bisschen vorkonturieren. Und da das ganze Make-up ja auch ein bisschen wärmer ist, dann werde ich das Banana Light Powder zum Setten benutzen von Revolution. Während das noch weg, werde ich gleich mal konturieren. Sieht nicht so aus, als würde sie Rouge tragen, aber doch,
sehr stark Bronzer. Dann würde ich sagen, ich würde erstmal mit dem ganz normalen Ton konturieren und dann würde ich nochmal ordentlich Bronzer draufhauen. Okay, dann nehme ich mal das Misslyn Naked Last Forever Mattifying Compact Powder in der Farbe Cinnamon Crush. Das ist eigentlich ein ganz normales Gesichtspuder, aber mir zu dunkel, deswegen nehme ich das sehr gerne als Konturpuder, weil es halt auch echt schön kühl ist. Gegen das Doppelkinn und nochmal schön den Hals mit konturieren. Dann wirkt er einfach ein bisschen definierter. Ich muss sagen, es funktioniert echt gut, wenn man die Nase vorher bakt. Da kann man die Linien viel präziser machen. Wieder was gelernt. So, und das Puder, was jetzt noch auf meiner Nase drauf ist, das wische ich jetzt mit dem ganz normalen Pinsel weg, dann verblendet es nochmal so ein bisschen die Kontur. Und statt Rouge wird jetzt noch ordentlich Bronzer benutzt, und zwar nehme ich da den City Bronzer von Maybelline. So, dass der richtig schön gebräunt aussehen. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, Highlighter oder was. Definitiv Gold. Dürfte klar sein. Genau, Highlighter hat sich hier auf den Wangen, auf der Nasenspitze, Nasenrücken, auf dem Kinn und auch oben so ein bisschen. Und ich wünschte, ich könnte den Prism Highlighter von Doja Cat benutzen, den ich mir natürlich auch gekauft habe. Aber da er zu meiner Hautfarbe passen muss, habe ich Rose Gold genommen. Und das ist halt zu kühl und zu rosé, das passt nicht zu dem Look. Ich brauche halt wirklich schon so einen goldigen, beziehungsweise eher, ja doch, so Goldchampagner. Ich glaube, das, was da am ehesten rankommt, ist der Modern Glow Highlighter von Catrice in Platinum Glaze. So, die Base ist soweit fertig, jetzt wird's kreativ. Und zwar diese türkisblauen Streifen. Der ist tatsächlich von der Mitte des Auges über die Nase sehr intensiv. Und dann wandelt sich das um in so leicht verblendeten Lidschatten unter dem Auge, der sich dann unter dem Eyeliner weiterzieht. Da ich keine wasseraktivierte Farbe in der Hinsicht habe, nehme ich den Long Lasting Eye Pencil von Essence. Den Turtle Turquoise. Gut. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie verbinden, oh Gott. Okay. Schön gerade, soweit hat alles geklappt. Jetzt fülle ich das erstmal so grob aus und lasse natürlich diesen gelblichen Punkt in der Mitte weg. Und dann noch von der Lippe übers Kinn. Okay, über die Base gebe ich jetzt nochmal meinen Pigment Primer von NYX. Und dann habe ich jetzt zwei Pigmente von NYX, einmal die 12 und einmal die 24. Die passen, glaube ich, ganz gut. Wenn man die mischt, dürfte man da ganz gut rankommen an die Farbe. Jetzt nehme ich mir hier so einen festgebundenen kleinen Pinsel, mische die beiden Pigmente und gebe die dann schön über den Pigment Primer drauf. Jetzt muss das noch auf den Punkt hier noch. Erstmal den Primer.
da ich den Punkt hier auf dem Streifen eher überschminken musste, werde ich jetzt noch ein Wattestäbchen nehmen und meinen Eye Primer von Anastasia Beverly Hills und werde nochmal einen kleinen Punkt draufsetzen und wieder einen ganz kleinen, runden, festgebundenen Pinsel und gehe nochmal in diesen Schimmerton, den ich auf mein Auge gegeben habe, und zwar Dandy. Da ich will, dass es perfekt ist, gehe ich jetzt an den Rändern hier nochmal mit meinem Catrice Concealer lang. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel, mit dem ich das Pigment aufgetragen habe, und gehe jetzt hier unten nochmal unter meinem Auge lang und verblende das so ein bisschen unter den Eyeliner. Und das blende ich jetzt noch ein bisschen aus, und zwar, dass es so ein bisschen hier ins Mintige geht. Da nehme ich Drench aus der Revolution Palette. Dann nehme ich wieder meinen Anastasia Beverly Hills Primer und ein Wattestäbchen. Und dann nehme ich die Off Tropic Palette von NYX in Shifting Sand. Und hier gibt es nämlich einen echt guten rot-orangenen Ton. Der passt, glaube ich, richtig gut. Und dann gebe ich noch einen kleinen Punkt in die Mitte nochmal mit Concealer bzw. mit meinem Eye Primer. So, und lass es kurz antrocknen und dann gebe ich da wieder den gelben Schimmerton, den ich hier reingemacht habe, und hier auf den Punkt gebe ich da wieder rein. Und auf der unteren Wasserlinie hat sie definitiv den Türkiston, wie auch hier. Dann nehme ich jetzt einfach den Kajalstift. Ihre obere Wasserlinie, denke ich mal, ist ein sehr dunkles Braun, das hier ein bisschen vertieft ist. Dann mache ich das jetzt auch mal. Dann nehme ich dann den Farblack Kajalstift in 06 Burnt Sienna von NYX. So, während mein Kameraakku ein bisschen geladen hat, habe ich schon mal meinen Eyeliner wieder frisch nachgezogen und den hier auch so ein bisschen mit in den Innenwinkel reingesetzt, dass das schön abschließt mit der türkisen Linie hier. Und habe meine Wimpern getuscht mit der False Lashes Mascara von Essence. Als Wimpern nehme ich auf jeden Fall die Melody Lashes ex Naomi John in Style Vincent. Und ich habe das mal mit dem Foto verglichen. Ich glaube, die passt tatsächlich am besten. So, die Wimpern sind aufgeklebt. Und jetzt sind es ja eigentlich nur noch die Lippen. Ich habe schon mal ein bisschen was rausgesucht. Und zwar, glaube ich, sie hat eher so einen dunkleren, nudigen Lip Liner. Dafür habe ich von Trend It Up den Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 486. Dann einen eher so Pumpkin Nude, orangigen Lippenstift. Und da habe ich den NYX Duet Matte Lipstick in der Farbe 08 Peach Don't Kill My Vibe. Und dann ist natürlich noch so ein leichter Goldreflex drauf. Und dann nehme ich den Huda Beauty Lip Strobe in Ritzy. Habe jetzt meine Lippen auch oben so ein bisschen overlined. Das mag ich sehr, sehr gerne. Dann fülle ich das jetzt mit dem Lippenstift auf. Und dann gebe ich mir von dem Lipstraw von Huda Beauty ein bisschen was auf den Finger und tupfe das so ein bisschen auf die Lippen, weil es ist ja jetzt auch nicht zu doll. Und fertig ist das Make-up. Wahnsinn. Das war tatsächlich anstrengender, als ich dachte. vor allem diese Streifen. Ich glaube, der hier unten ist auch schief. Na, keine Ahnung. Fällt nicht auf. Ist egal. Genau. Dann werde ich jetzt nur noch so ein bisschen mein Outfit anpassen und die Perücke aufsetzen. Und dann sind wir auch schon fertig. So, das war's mit meinem Video zu dem Make-up-Look von Doja Cat aus ihrem neuen Musikvideo zu Woman. Ich denke, ich bin sehr gut an den Original-Look rangekommen. Zumindest so gut, wie es ging. Ich wusste, irgendwann brauche ich meine Bauchtanzkostüme nochmal. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch dieses Format gefallen hat. So
Celebrity-Make-up-Looks nachschminken oder Musikvideo-Make-up-Looks nachschminken. Ich werde zu diesem Look auch einen TikTok hochladen. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram und TikTok, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen und gebt natürlich einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!